Ottilia und ihr Traum. Eine Kindergeschichte von Jedida A. Hennig. Es war einmal. Ein Ottermädchen namens Ottilia. Ottilia war die jüngste eines beachtlichen Wurfes Fischotterkinder und lebte mit ihren Eltern und den Brüdern am unteren Ende eines großen Dammes. Ihre Brüder hießen Ottofried, Ottokar, Ottomil und Ottomar. Die Eltern Otto und Ottine, zwei silbergraue Fischotter mit glänzendem Fell und blitzenden schwarzen Augen, waren sehr stolz auf ihre fleißigen und erfolgreichen Söhne. Der älteste Sohn, Ottofried, ein aufgeweckter und frohgemuter Otterjüngling, hatte vor kurzem eine nette Otterdame kennengelernt. Und die beiden schmiedeten nicht nur eifrig Hochzeitspläne, sondern suchten bereits nach einer gemeinsamen Behausung. Die beiden Wildfänge der Familie, Ottokar und Ottomil, bauten mit einigen Nachbarskindern emsig an einer geräumigen Höhle, die den Familien als Winterquartier dienen sollte. Und Ottomar, der ruhigste und sanfteste aller Geschwister, werkelte Tag aus, Tag ein, im Freien, um rings um die Höhle einen schönen Garten mit bunten Blumen und einem kleinen Teich anzulegen. Neben all ihren fleißigen und rege umhereilenden Geschwistern fiel Ottilia ein wenig aus der Reihe. Denn Ottilia baute nicht, sie gärtnete nicht und sie hatte gleich gar keine Heiratspläne. Allen Vorschlägen der Eltern und Einladungen der Geschwister, an deren Tagewerk teilzunehmen, widerstand Ottilia standhaft. Wie zum Trotz schüttelte Ottilia stets den Kopf, wann immer sie gefragt wurde, und dann ging sie meistens rasch ihrer Wege. Ganz im Gegensatz zu ihrer Familie liebte Ottilia es, spazieren zu gehen. Sie schritt dann in Gedanken versunken, oft den Kopf in den Nacken gelegt, langsam am Ufer des Dammes entlang. Und wenn sie genug davon hatte, dann lag sie unter einem Baum, weit ab vom flinken Treiben der Geschwister und Eltern, sah in den Himmel und träumte. Nun hätte man meinen können, Ottilia sei faul, nichtsnutzig und eigenbrötlerisch. Doch nichts davon war der Fall. Ottilia war ganz im Gegenteil nicht nur flink, sondern auch überaus fleißig. Schon früh morgens, wenn Eltern und Brüder noch in süßem Schlummer lagen, da stand Ottilia auf, fegte die Küche, bereitete das Morgenmahl und heizte die gute Stube ein, damit die Familie es zum Frühstücken gemütlich hatte. Wenn Eltern und Geschwister dann an ihr Tagewerk gingen, so säuberte Ottilia das Geschirr und im Anschluss daran sammelte sie dürre Zweige, mit welchen sie am nächsten Tag heizen würde. Oft war auch die eine oder andere Schadstelle an der Höhle auszubessern. Dann mischte Ottilia ein wenig Lehm mit Wasser und reparierte die schadhaften Höhlenwände. Am Abend bereitete sie das Abendbrot und flickte die Hosen ihrer Brüder, die unter der täglichen Arbeit nur allzu oft sichtbaren Schaden genommen hatten. Das alles war nun durchaus nichts Ungewöhnliches für ein Ottermädchen. Alle Ottertöchter hatten ihren Teil an Aufgaben im gemeinsamen Haushalt zu erledigen, wenngleich auch nicht alle wie Ottilia vier ältere Brüder hatten. Doch während die anderen Ottermädchen an ihren freien Nachmittagen zusammen nähten, tanzten oder die Nähe der Otterjungen suchten, um ihnen zur Hand zu gehen und dabei lachten und Späße machten, da zog Ottilia es vor, alleine zu sein und vor sich hin zu träumen. Einmal nur, ein einziges Mal, hatte Ottilia am Esstisch von ihren Träumen gesprochen. Aber da hatte die Mutter ganz schnell »Pappalapapp« gesagt und unwillig abgewunken. »Ein Ottermädchen heiratet«, hatte sie gesagt, »und dann bekommt sie viele Kinder und Enkelkinder. Wenn sie Glück hat, dann bekommt sie ein schönes Heim und
einen freundlichen Ottermann. Das ist nun mal das Leben eines Ottermädchens. Seither hatte Ottilia nie wieder von etwas Bedeutsamem gesprochen. Und es hatte auch nie wieder jemand nach ihren Träumen gefragt. Eine Weile danach war Ottilia dann sehr müde geworden. Früh fiel es ihr schwer aufzustehen. Und auch tagsüber schlich sich Ottilia langsam und ohne Kraft durch den Tag. Da die Mutter ihr gesagt hatte, ihr Traum wäre sinnlos, hatte Ottilia aufgehört zu träumen. Anstatt wie sonst nachmittags spazieren zu gehen und zu träumen, legte Ottilia sich ins Bett und schlief. Erst wenn die Familie zum Abendessen kam, stand sie langsam und mühselig wieder auf und bereitete das Abendbrot. Doch noch während die Familie zu Abend aß, wurde Ottilia wieder von bleierner Müdigkeit gepackt. Und oft schaffte sie es kaum, den Tisch abzuräumen, weil die Müdigkeit sie so fest im Griff hielt. So vergingen viele Monate und fast hätte sie selbst ihre Träume aufgegeben, ja beinahe gänzlich vergessen. Doch da war plötzlich ein glitzekleines Wunder geschehen. Ottilia hatte wie jeden Tag kleine Zweige im Wald gesammelt. Da war ein frecher Windstoß gekommen und hatte ihr eine knallbunte Feder direkt vor die Füße geweht. Ottilia blickte müde von ihrer Arbeit auf, hob das farbenfrohe samtige Ding auf und besah es interessiert von allen Seiten. Das war durchaus keine Feder eines einheimischen Vogels. Das war eine Papageienfeder. So schillernd bunt und glänzend, so wundervoll und fremd. Aus einer fernen, seltsam faszinierenden Welt. Ottilia fühlte, wie ihre Haut zu kribbeln und prickeln begann. Das Blut schien schneller durch ihre Adern zu fließen. Und sie fühlte sich mit einem Mal ganz seltsam, als würde sie aus einem tiefen, tiefen Schlaf erwachen. In diesem Moment hatte sich Ottilias Traum mit aller Macht wiedergemeldet, sie von neuem ergriffen und in eine solche Lebenslust gebracht, dass alle Müdigkeit ganz wie von selbst von ihr abgefallen war. Ab diesem Tag ging Ottilia wieder spazieren. Sie träumte wieder. Doch dieses Mal war so einiges anders. Ottilia träumte nicht nur. Oh nein, Ottilia plante. Ottilia konstruierte. Ottilia bastelte. Allein und im Wald und vor allem nur, wenn keiner hinsah. Und dann, eines schönen Tages, da war ihr Werk fertig. Ein kleines hölzernes Geschirr zum an den Leib binden. Es enthielt Ottilias Bettzeug, ein bisschen Wegzehrung und eine zusammenklappbare Schlafstatt. Es war vielleicht kein Meisterwerk, aber es würde gehen und wie es gehen würde. Und wenn doch nicht, dann würde Ottilia so lange weiter basteln, bis es ginge. Basta! Ottilia war sehr stolz auf sich. Sie besah ihr Werk von allen Seiten, klopfte noch einmal hier und da, um die Stabilität ihrer Konstruktion zu testen. Dann lächelte sie über das ganze Gesicht. Voller Freude huschte sie in die elterliche Wohnhöhle, suchte ihre 7 Sachen zusammen und belud ihr kleines Wägelchen. Dann sagte sie ihrer überraschten Familie Lebewohl und schritt unter den erstaunten Blicken ihrer Familie rasch in den nahen Wald, wo sie recht bald aus dem Blickfeld ihrer Eltern und Geschwister verschwand. Es dauerte einen Moment, doch dann hob Ottofried, Ottilias ältester Bruder, rasch seine Vorderbeinchen. Er hielt seine Pfoten wie einen Trichter an den Mund und dann rief er aus voller Kehle: »Bravo! Bravo, Ottilia!« Die Eltern sahen sich an. Ihr kleines Mädchen, das so ganz anders als seine Brüder war, war wohl plötzlich erwachsen geworden. Das sahen sie nun. »Ja«, sagte die Mutter, der auf einmal ein kleines Tränchen die Wange herunterlief. »Bravo!« Auch der Vater nickte bedächtig und kratzte sich an seinem Bart.
Wer hätte das gedacht? Die verträumte kleine Ottilia baut sich ein Wägelchen, belädt es noch am gleichen Tag und dann ist sie auch gleich schon auf und davon. Einfach so. Und während der Vater noch darüber nachsann, wie das Leben manchmal so spielte, da johlten die Brüder und klatschten wie wild in die Vorderpfoten. »Ottilia! Ottilia! Ottilia, lebe hoch!« riefen sie und lachten und fassten sich an den Händen. »Alles Gute!« riefen sie ihr hinterher und »viel Glück!« Ottilia, die bereits hinter der nächsten Weggabelung verschwunden war, hörte nichts davon. Aber das brauchte sie auch nicht. Sie brauchte keinen Zuspruch und keine Glückwünsche. Denn sie war glücklich, weil sie sich nun einmal auf den Weg gemacht hatte, der ihr bestimmt war. Wie es Ottilia wohl ergangen ist. Nun, ihr werdet es vielleicht nicht glauben, doch es hat wirklich nicht lange gedauert und Ottilia hat sogar einen Weggefährten gefunden. Ottmund, einen Weltenbummler wie sie. Einen, der die Welt mit ihr gemeinsam erkundet. Einen, der sich wie Ottilia entschlossen hat, seinen Traum zu leben, anstatt nur zu träumen. Und weil ihnen das so gut gefällt, reisen sie wohl noch immer um die Welt. Ottilia, Ottmund und Ottinchen, Ottilde und Ottara, die drei kleinen Ottermädchen, die sie miteinander haben. Natürlich reisen sie mittlerweile in einem viel größeren, komfortableren Wägelchen, das sie alle miteinander gebaut haben. Ob sie das Land der bunten Papageien wohl schon gefunden haben? Ich wünsche es ihnen von Herzen. Und was wünschst du dir? Ende der Geschichte.